Saturday night ist Radio Time. Maschinenfunk und wir schalten wieder ein. Es ist die Radio Show. Radiozeit. Hier ist Maschinenfunk, das Online-Radio der Heldmaschine gegen den Corona-Blues. Ja, meine Lieben, das ist übrigens die letzte Show vor unserer kleinen Sommerpause. Ja, der Maschinenfunk geht in kleine Pause. Und bevor wir das tun, spricht aber nochmal die Maschine für euch. Gewitter blitzt, wird Adrenalin.
sein. Im gleichen Puls, im gleichen Schritt. Und alle Körper zucken mit. Die Maschine spricht. Wir bringen Dunkel ins Licht. Maschine spricht. Und ein Morgen gibt es nicht. Im Gleichschritt vor und dann zurück. Und das Geschrei, wir sind entzückt. Schreiten wir zum besten Akt und stampfen im Viervierteltakt. Die Maschine spricht. Wir bringen Dunkel ins Licht. Die Maschine spricht. Die Maschine spricht. Wir bringen Dunkel ins Licht. Die Maschine spricht. Und ein Morgen gibt es nicht. Die Maschine spricht, meine Lieben. Samstagabend, Radiozeit. Apropos Radio, heute ist die Sendung der Wünsche, meine Lieben. Ihr habt ja letzte Woche eine ganze Menge an Musikwünschen in den Chat reingeschrieben. Und deswegen ist heute, weil wir ja die letzte Show vor dem Sommerbreak haben, die Sendung der Wunschsongs. Ganz genau. Und mit einem solchen starte ich auch. Und apropos starten, was gibt es Besseres, als an einem Samstagabend mit ein bisschen Heavy Metal zu starten? Oh, yeah.
Ostfront und Heavy Fucking Metal. Ja, meine Lieben, heute ist ja die Sendung der Wünsche und auch der nächste Song wurde von euch gewünscht. Ihr wolltet was von der Heldmaschine hören. Da ist sie, alle fünf. Und natürlich ist mir euer Wunsch Befehl. Ich habe es zwar schon mal gespielt in der Sendung, ist aber egal, ich mach's nochmal. Deswegen kommt jetzt für euch Heldmaschine und ich. Bitteschön. Samstagabend, Radiozeit, meine Lieben. Auch die nächste Band habt ihr euch gewünscht. Und irgendwie muss ich immer, wenn ich an diese Band denke, ans Essen denken. Das liegt vielleicht daran, weil der Name der Band auch gleichzeitig der Name des örtlichen Metzgers ist. Aber nicht nur das ist der Grund. Den wahren Grund, den zeige ich euch jetzt.
So, heute ist ja Tourabschluss, ne? Und wir haben uns was für Hemesat ausgedacht, weil Hemesat, die machen ja immer so tolle Geschenke. Und die kriegen jetzt Würste. Die eigenen Würste. Die eigenen Würste die eigenen an die Mikrofonständer. So, scheiße, ich muss jetzt mal gucken, welche Mikrofonständer Hemesat sind. Psst. Jetzt habe ich ein paar Blümchen und ich muss jetzt mal gucken, welche Gitarren von den Hemesat-Typen sind. Würstchen. Wurst, steck die Wurst. Nee, es ist eklig. Vielleicht soll ich es zum Spielen und so. Ja. Genau, so ist das mit den Jungs von Hemesat. Man muss auf jeden Fall immer höllisch aufpassen, wenn man mit den Jungs auf Tour ist, dass man nicht 10 Kilo schwerer wieder nach Hause kommt. Weil die Jungs haben immer irgendwas Leckeres mit dabei. Ist auf jeden Fall ein saucooler Haufen und ich mag die Jungs richtig gerne. Deswegen jetzt für euch die Band Hemesat. Viel Spaß! Maschinenfunk, das Online-Radio der Heldmaschine gegen den Corona-Blues. Ein Wunsch von letzter Radioshow. Ich habe diese Band schon zweimal in der Show gehabt, aber ihr wolltet noch mehr von dieser Band hören. Die Rede ist von Aesthetic Perfection. Und weil heute die letzte
Radioshow vor der Sommerpause ist, habe ich mir gedacht, okay, mache ich doch glatt für euch. Hier ist Aesthetic Perfection und Antibody. Aesthetic Perfection, meine Lieben. Übrigens, Heldmaschine ist die einzig deutschsprachige Rockband, die außer Rammstein auch das R rollen darf. Ja. Hey, du. Oh. Hm? Und wir dürfen nicht nur offiziell auch das R rollen, nein, wir dürfen sogar wie Rammstein klingen. Das habe ich nicht nur aus der einschlägigen Fachpresse gelesen, sondern ich habe sogar den Beweis. Hier kommt
von uns für euch. Heldmaschine klingt wie Rammstein. Bitteschön. Heldmaschine klingt wie Rammstein. Ja, meine Freunde, ich komme zu einem weiteren Wunsch. Eine Band, die nicht nur Silber kann. Nein, die können auch Schwarz. Hier ist für euch Stahlmann. Alles, was ich
Neid, nimm mir den letzten Hauch der Unendlichkeit. Nimm mir die Farbe, die am Ende überlebt. Nimm mir die Farbe, die in dir lebt. Schwarz, schwarz sind alle meine Kleider. Schwarz, schwarz ist alles, was ich bin. Heute ist die Wunschsendung, letzte Show vor der Sommerpause und auch der nächste Song war ein Wunsch. Ein bisschen ruhigere Klänge für euch von der Heldmaschine und zwar aus dem ersten Album, was sich Weichen und Zunder schimpft. Hier ist für euch Erfroren und Verbrannt. Erzähle aus dem Leben, was endet. Am Tage schien sie helle, erleuchtete mein Herz. Ich trank von ihrer Quelle, am Ende blieb nur Schmerz. Das Blut still in
Teufelskreis, geflutet mit dem Todesleich. Es bricht der Deich zum Schattenreich, festpackt zu die Faust. Aus! Hört Maschinenfunk, das Online-Radio der Heldmaschine gegen den Corona-Blues, meine Freunde. Ja, und was soll ich sagen? Über die nächste Band muss ich, glaube ich, nicht mehr viele Worte verlieren. Ihr kennt sie bestimmt alle. Ich sag nur Zuchtmaschine. Auch ein Wunsch aus letzter Radioshow. Ihr wolltet Unzucht hören mit Nur die Ewigkeit. Und den erfülle ich euch natürlich sehr, sehr gerne. Hier ist also für euch die Unzucht. Viel Spaß. Und da, wo ein
Zeit. Ich komme zu meinem Special Guest heute Abend, meine Lieben. Und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass diese Band die Erfinder des Einhorn-Rock'n'Roll sind. Und sie sind nicht nur die Erfinder des Einhorn-Rock'n'Roll, sondern auch ein verdammt witziger Haufen. Wir hatten sie 2018 auf der Nacht der Helden mit dabei und heute sind sie hier in der Sendung. Ladies and Gentlemen, hier ist für euch Apron. Hallo, hallo, ich bin Medusa von Apron und das ist Sebi. Und wir freuen uns total, dass wir Gast bei euch bei der Heldmaschine sein dürfen. Ja, cool, mein Lieber, das ist... In der Sendung Zündfunk, will ich sagen. Heißt die Sendung Zündfunk? Boah. Maschinenfunk. Maschinenfunk. Wir sind heute Gast im Maschinenfunk von Heldmaschine und freuen uns, dass ihr die Corona-Zeit mit so einem tollen Programm überbrückt. Wir sind Medusa und Sebi von Apron und prosten euch zu. So. Der Heldmaschine. Alles Liebe. Alles Liebe, Jungs. Und wir haben extra einen Zug bestellt. Sebi, die Heldmaschine hat gesagt, wir sollen irgendein Lied von uns akustisch spielen. Aber die können wir ja schon. Wir fanden es viel lustiger, dass wir euch ein kleines Rätsel vorbereiten. und zwar, wir spielen jetzt mit der Baby-Ukulele vom Sebi. Und mit einer meiner Flöten spielen wir Heldmaschine-Songs nach. Und ihr müsst erraten, welches Lied wir spielen. Wir fangen an mit meiner Kumbaya-Flöte. Sebi, hast du die Gitarre? Zeig mal die Gitarre schön. Ja. Der erste Song von Heldmaschine, den wir spielen. Dirk, wer den Song errötet, der sollte, einen Preis gewinnen, finde ich. Lebenslanges. Ja, also das müssen die. Lebenslange Heldmaschinen-Abo, was auch immer das heißen mag. Okay. Erster Song. Ich spiele vor. Sebi, geht's? 1, 2, 3, 4. Thank you.
Bund rein. Ast rein. Okay, Sebi, wir kommen zum zweiten Heldmaschine-Rätsel. Erstmal einen Schluck trinken. Rüchen. Wir haben ein weiteres Lied von Heldmaschine ausgesucht, das wir geschrieben, das wir akustisch wiedergeben mit Flöte und Ding. Partygitarre. Die muss man auch würdigen, finde ich. Ja, finde ich auch. Okay, gut. Okay, und wer es errät, Dirk, du musst wieder den Preis ausloben. Okay, wir spielen es jetzt. Eins, zwei. Ist ziemlich klar. Ja, klar. Entschuldigung, Tobi, Entschuldigung, Eugen. Ja, Sebi, was fällt uns denn eigentlich zur Heldmaschine so ein? Woher kennen wir die oder was fällt dir so ein, wenn du an Heldmaschine denkst? Also, unser erstmaliges Aufeinandertreffen war doch, glaube ich, dieses Rock im Wingert. Da haben sie genau. Aber nicht als Heldmaschine gespielt, sondern war da... Nee, da waren sie unterwegs mit Völkerball. Genau. Also diejenigen von Heldmaschine jedenfalls. Und war, glaube ich, die schönste Aftershow, die ich je mit einer Band hatte. Ich glaube, wir sind um eins ins Hotel gegangen mit ihnen und haben dann bis um 6 Uhr früh geredet oder so. Also es war richtig... Und zwar tatsächlich einfach geratscht und getrunken. Ja. Und wirklich angefreundet. Das war wirklich genau. Sehr schön. Und dann ging's los. Ja. Genau, haben sie uns gefragt, ob wir bei den nackten Helden mitspielen wollen. Ja. Und das haben wir natürlich getan. Ja, klar. Genau. Also, und wenn wir nicht nackt, dann wer sonst? Ja. Aber ich finde, es sollten noch viele, viele weitere Geschichten zwischen Heldmaschine und Apron geschrieben werden. Und das werdet ihr sicher alles miterleben. Ja, wir freuen uns total brezelig, dass der liebe Dirk einen Song von uns spielt, und zwar von unserem neuen Album, die Single Kaleidoskop, von dem Album Calamari Cult, genau. Viel Spaß mit Kaleidoskop von Apron featuring Zach Tell von Clawfinger. Colors are gone. Everything came out. Why you depart when the colors are gone?
news. Where I'm from, nobody knows. What you see, be what you want. Break free, diversity is not a curse to me. We all deserve to be treated equally. With all certainty, our ethnicity, it doesn't define who we choose to be. We're from different places, with different races. It doesn't matter what color our face is. I refuse to be abused, I refuse to lose hope. I choose to see the world through a kaleidoscope. Wenn ich tief in mich schau, seh ich es ganz genau. Bin alles und viel mehr, Millionen Farben kreuz und quer. Kaleidoskop. Ja, Freunde, das war die Maschinenfunk-Radio-Folge Nummer 12. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank fürs Mitchatten. Wir melden uns nach der Sommerpause wieder. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal ein kleines Break von ein paar Wochen und dann sind wir wieder für euch da. Also schaltet wieder ein, wenn es heißt Maschinenfunk, das Online-Radio der Heldmaschine gegen den Corona-Blues Part 13. Ja, bis dahin, Leute, bleibt sauber, bleibt gesund und denkt dran, es geht immer irgendwie weiter. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns mit der letzten Nummer. Ihr wisst, was kommt. Bei diesem Song würde ich gerne in euch reinspringen. Und zwar mit Kamera, wenn das geht. Okay? Weiter. Komm. Weiter. 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 Der Druck ist groß auf seinen Schultern, doch hat die Jagd nicht mal begonnen. Der Waffenknecht ist voll bepackt und stolpernd er versucht zu folgen. Viel zu früh war der zu sprechen, entscheidet aus dem Hinterland. Versprechen brechen. Ganz nah am Ende bleibt die Hand. Komm los! Weiter. Und aus dem Nebel schießt der Reiter weiter. Höher, schneller, weiter. Und in das Feuer springt der Reiter weiter. Härter, länger. Weiter.
geht's nicht. Nicht. Weiter. Und aus dem Nebel schießt der Leib.